Herzlich willkommen bei Eschas Tarot, bei den Liebeslegungen, lieber Krebs. Ich möchte heute einmal für dich schauen, was der Monat Mai für dich schon bereithält, was ich da energetisch mit den Karten schon sehen kann. Diese Legung ist für alle, die bereits einen Herzensmenschen haben. Dabei ist es völlig egal, ob ihr mit dem verheiratet seid, in einer Beziehung oder ob ihr euch den einfach nur schon ausgeguckt habt, dass er mit euch zusammen sein soll. So, als erstes mische ich die Karten in der Hand. Ich mache diesmal so eine kleine Gegenüberstellung und mit Fazit und gutem Rat und was man sich da so wünschen kann. So, lieber Krebs, erste Karte ist gefallen. Die lege ich mir schon mal auf die richtige Position. So, zweite Karte. So, eine Botschaft aus der geistigen Welt hätte ich bitte gerne für den Krebs. So. So, drei Karten brauche ich noch, dann haben wir das komplette Kartenbild auf dem Tisch liegen. So, und eine letzte Karte. Das sind aber drei Stück gefallen. Ich muss mal einmal kurz gucken, welche von denen gesehen werden möchte. Die ist es. Ich lege mir die beiden aber nochmal zur Seite. Was haben wir denn hier? Wir haben den König der Münzen und die acht Schwerter. Ich lege die mal zur Seite. Vielleicht sind die irgendwie wichtig. Ich kann es jetzt noch nicht sagen. Dazu muss ich mir erstmal das gesamte Kartenbild anschauen. Ich gucke jetzt erstmal aufs Thema und auf den Impuls. Und da haben wir das lange Warten auf Liebe, auf die Erwiderung der Liebe. Denn wir haben hier mit den acht, nee, Quatsch, sieben Münzen haben wir eine Karte. Da wurde bereits viel gearbeitet, viel gemacht, viel erledigt und viel Mühe und sehr viel Schweiß und Arbeit in eine Sache reingesteckt. Und ich glaube, bei dir geht es hier tatsächlich auch um Sachen Liebe. Wir haben hier mit dem Ast der Kelche haben wir eine, ich sag mal, eine Chancenkarte, dass jetzt das Glück übersprudeln könnte. Das zeigt so ein bisschen diese übersprudelnden Gefühle an, die du dir wahrscheinlich wünschst. Und gleichzeitig kann es aber auch so eine Karte sein, dass jetzt Frieden einkehrt, ne? Wir haben hier eine Friedenstaube mit dem Kartenbild drin. Und ich glaube tatsächlich, bei dir geht es hier tatsächlich darum, dass du irgendwie an einem Menschen gearbeitet hast und dir jetzt wünschst, dass das, was du in den rein investiert hast, an Mühe, dass das quasi wie Liebe zurückkommt, ne? Ich hoffe, das ist irgendwie halbwegs verständlich. Es ist schwer, das so zu sagen oder so auszudrücken, was ich so an Energien gerade fühle. Aber es wirkt hier, wie gesagt, so, als ob hier dein Herzensmensch dich endlich sehen sollte. Jetzt haben wir hier noch ein Ass und wir haben hier nochmal das Ass der Stäbe. Bei dem Ass der Stäbe würde ich tatsächlich sagen, hier das Ass der Kelche steht für die Chance auf Liebe, auf Gefühle, die erwidert werden oder Gefühle, die derjenige dir entgegenbringt. Mit dem Ass der Stäbe haben wir hier aber wiederum eine Karte, die auch wieder Chancen anzeigt, aber eher in so eine Richtung temperamentvolles, Durchsetzungskraft, vielleicht auch Willensstärke, aber auch so Abenteuerreiz, ne? Das Ass der Stäbe ist immer so ein bisschen mit Feuer assoziiert oder beziehungsweise die Stäbe selber sind mit Feuer assoziiert. Und es kann da auch ein bisschen sein, dass hier so eine Chance auf was Heißes, auf was Knisterndes, auf was ganz Neues, was so richtig prickelnd da ist, dass das so ein bisschen die ganze Thematik krönt. Im Unterbewusstsein haben wir jetzt aber Neuigkeiten oder beziehungsweise wir haben hier Informationen, die du so nicht wahrnehmen möchtest oder die du einfach so ein bisschen ausgeblendet hast. Das ist eine ganz wichtige Nachricht. Ach, der Stäbe sind immer so eine Informationskarte beziehungsweise Neuigkeiten, Nachrichten, mit denen man eigentlich arbeiten soll und die man wahrnehmen soll. Und die scheinen irgendwie nicht präsent genug zu sein. Wir gucken jetzt einmal auf deinen Partner, auf deinen Herzensmenschen. Und da haben wir, oh, das ist ja spannend. Okay, er ist hier oder sie ist sehr zurückhaltend hier in dieser Legung, dein Herzensmensch. Hier sind eher sehr viel tiefe und ernste Gedanken im Vordergrund. Wir haben hier eine Menge Zweifel, gleichzeitig auch Angst und irgendwas wird nicht gesehen. Es kann sein, dass dein Herzensmensch dich im Moment nicht sehen kann oder dass er deine Bemühungen nicht sehen kann, ne? Ich rede jetzt mal von dir als Frau und ihm als Mann, einfach aus meiner Perspektive, weil die meisten meiner Zuschauer sind weiblich und gucken auf einen Mann. Wenn du natürlich andersherum ein Mann bist und auf eine Frau guckst oder eine gleichgeschlechtliche Beziehung, vollkommen egal, denk es dir bitte entsprechend um.
So, deswegen rede ich von dem Herzensmensch und nicht vom Herzensmann oder Herzensfrau. Dein Herzensmensch, machen wir hier weiter, hat hier sehr tiefe und ernste Gedanken mit dem Eremiten. Gleichzeitig wünscht er sich Klarheit, wo er gerade keine Klarheit hat. Ne? Irgendwie wirkt das gerade ganz schwierig. Irgendwie so ein sehr verfahrenes, verzweifeltes, sehr ernstes oder ernste Stimmung, Atmosphäre, die ich hier bei deinem Herzensmenschen auf dem Tisch liegen habe. Und der konzentriert sich auch irgendwie nicht in deine Richtung, sondern irgendwo anders hin. Ich weiß nicht, ob das ein anderes Thema ist oder ob er generell einfach überfordert ist mit dem, was du ihm hier ihm bringst. Okay. Bei dir sehe ich aber, dass du deine Bemühungen, das wird nicht nachlassen. Also du bist da immer noch auf dem Level, dass du weiterhin dran arbeiten möchtest, auch wenn der Kampf vielleicht schon verloren ist. Ich weiß nicht, wie ich diese Karte hier einordnen soll. Auf der einen Seite, es wirkt hier, als ob du ganz viel Mühe in einen Menschen hineingesteckt hast, der das aber nicht zu schätzen weiß, der mit seinem Kopf gerade wo völlig anders ist, der einfach gerade überhaupt keine Augen und keine Ohren für dich hat. Gleichzeitig bist du hier aber immer noch in der Position, wo du sagst, ich schaffe das, ich kann den von mir überzeugen, ich habe hier so viele Chancen auf dem Tisch und ich wünsche mir, dass er diese Chancen endlich wahrnimmt. Ne? Das Problem ist aber hier, wird der Blick ist komplett anders. Hier, dein Herzensmensch, der hat überhaupt keine Augen dafür, der sieht das nicht, was du machst. Im Grunde genommen ist das so, als ob du im Rücken, in seinem Schatten die ganze Zeit arbeitest und tust und machst und versuchst, ihn von dir zu begeistern. Und er sieht das aber gar nicht, weil er dir den Rücken eben zugewandt hat. Also so wirkt das hier gerade auf mich. Jetzt haben wir hier den König der Schwerter. Und ich glaube tatsächlich, dass hier dieser König der Schwerter, du wünschst dir, dass er hier oder dein Herzensmensch hier zum König der Schwerter wird, dass der endlich Klarheit bekommt, dass der sich umdreht und sieht, was du alles leistest, ne? Dass er einfach generell Klarheit bekommt. Hier ist sehr wenig Klarheit. Hier ist alles wie so im Nebel verschwommen. Man ist sehr unsicher, man ist verzweifelt. Man wünscht sich die Klarheit, aber sie kommt nicht und irgendwie, keine Ahnung. Und du wünschst dir, dass er endlich aufwacht, die Augen aufmacht und ja, dich endlich sieht. Das Problem, was ich hier in der ganzen Kartenlegung habe, ich weiß nicht, ob diese Verunsicherung und dieser Nebel bei deinem Herzensmenschen, ob der mit dir zu tun hat oder mit einem komplett anderen Thema, was du vielleicht auch ausblendest. Das muss ich jetzt auch mal deutlich sagen, ne? Weil hier sind noch Informationen im Unterbewusstsein, die du eigentlich weißt, aber wahrscheinlich nicht abrufen kannst. So, jetzt einmal als Beispiel. Ich möchte einmal ganz kurz dazu sagen, das ist natürlich nur ein Beispiel. Ich sehe hier nur diese Energien, aber ich sehe, wie gesagt, keine akuten, konkreten Themen. Ne? Da muss ich ein bisschen ins Blaue, deuten. Sagen wir mal so als Beispiel. Dein, Herzensmensch ist hier beschäftigt mit, ich weiß nicht, hat gerade seinen Job verloren, weiß nicht, wie es weitergeht und konzentriert sich auf dieses Thema ganz, ganz doll. Irgendwie ist seine Zukunft gerade wie in Nebel gepackt. Er ist verzweifelt, er ist damit sehr stark beschäftigt, überlegt sich viel, wo es hingeht, wo es nicht hingeht. Und dann ist natürlich klar, dass er mit diesem Thema beschäftigt ist. Im Grunde genommen weißt du das, ja? Aber du willst es vielleicht nicht wahrhaben. Dir ist im Moment so wichtig, dich um ihn zu kümmern oder beziehungsweise dein Herz Menschen von dir zu begeistern, dass du das ausblendest, dass es dieses Thema gibt, ne? Und wunderst dich nur, warum er nicht richtig auf dich guckt. Und ja, ich hoffe, das ist irgendwie verständlich geworden. So, jetzt gucken wir mal auf das Fazit. Ach so, die beiden Karten haben wir ja auch noch. Ja, das ist tatsächlich auch eine ganz wichtige Sache. Irgendwie passen die auch sehr gut, tatsächlich auch so, wie ich sie hier hingelegt habe, ne? Dein Herzensmensch ist hier in so einer Mangellage und ist irgendwie gerade gar nicht in der Verfassung, irgendetwas zu sehen. Auch hier, schau mal da, bei den zwei Schwertern und bei den acht Schwertern haben wir jeweils eine Augenbinde, ne? Der Blick ist gerade nicht offen für dich. Auch wenn du mit deinem Herzensmenschen verheiratet bist, es kann sein, dass der dich gerade ignoriert, dass der einfach gerade keinen Kopf für dich hat, für eure Liebe, für eure Beziehung, dass er da gerade nicht dran arbeiten kann, weil wie gesagt, hier ist gerade ein Thema, das ist sehr, sehr wichtig und sehr, sehr bindend. So, und dann haben wir hier noch den König der Schwerter, den würde ich tatsächlich auch bei dir eher einordnen, ne? Du wünschst dir tatsächlich einen König, der klar ist, der sehr strikt sich entscheiden kann und gleichzeitig aber auch eure Liebe ins Wachstum bringt. Aber dazu ist er gerade gar nicht fähig, weil, wie gesagt, er ist gerade von dieser Binde, so blind, Augenblinde. Das ist so ein, egal, so eine Wortkreation mal wieder. So, jetzt gucken wir mal auf das, was wir hier noch haben als guten Rat. Die lege ich tatsächlich aus den Karten von eurer Gegenüberstellung, ne?
Was du tun solltest, ist tatsächlich immer mal wieder Impulse setzen, aber im Grunde genommen erstmal aufhören mit deinem Vorankommen, mit deiner Agenda, ne, was du dir wünschst. Ich glaube, du solltest dich hier tatsächlich hinten anstellen. Das hier ist so eine Karte, so erstmal die Waffen ruhen lassen und gucken, was können wir hier auf einem anderen Schlachtfeld tun, ne? Und dann auch gerne den Gesprächsimpuls suchen. So, was du nicht tun sollst, ist tatsächlich immer wieder diese Ruhe zu stören, die der Herzensmensch sich schaffen muss. Irgendwie wirkt das so auch, als ob dein Herzensmensch der Ruhe bedürftig ist, als ob er da seine Gedanken ordnen muss und da darfst du nicht reingrätschen. Ne? Das ist so eine ganz widersprüchliche Energie. Dieser Mensch hier, der Eremit, ist wirklich darauf bedacht, sich zurückzuziehen, seine Ruhe zu finden, sich tiefe und ernste Gedanken zu machen, ohne Ablenkung. Und dann kommt der Magier, und das ist natürlich ein sehr tatkräftiger Typ, ne? Der will immer machen, 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 machen und sofort umsetzen und sofort machen. Und das stört die Ruhe von dem Eremiten. Und der Rat. Ja, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Wir haben hier auf der einen Seite, wie gesagt, die Zweifel. Dein Herzensmensch steht gerade irgendwie zwischen den Stühlen, egal welche Angelegenheit, welches Thema. Und der Rat wäre jetzt tatsächlich, sich so ein bisschen darüber zu erheben und vielleicht auch deinen Herzensmenschen erstmal bei dieser Thematik alleine zu lassen oder sie vielleicht erstmal anzuerkennen, dass dein Herzensmensch gerade keine Zeit und keine Aufmerksamkeit übrig hat, um eure Liebe weiterzuführen oder wachsen zu lassen oder gedeihen zu lassen. Ne? Hier geht es tatsächlich in erster Linie darum, dass dein Herzensmensch erstmal Klarheit bekommt und nicht, also für Liebesdinge ist er gerade gar nicht, überhaupt nicht offen. Wie gesagt, das scheint ein sehr, sehr wichtiges, sehr prägnantes Thema in seinem Leben zu sein, was, glaube ich, mit Liebe gar nichts zu tun hat, sondern das ist tatsächlich eher so eine Kopfentscheidung. Vielleicht auch eine schwerwiegende Entscheidung, die ihm gerade bevorsteht. Und da wäre es tatsächlich ganz gut, dich hier als König der Schwerter zu präsentieren, als jemand, der sehr rational ist, sehr kühl, vielleicht auch kreative Ideen mitbringt als Lösung. Und ich glaube, da sehe ich dich eher. Also da, diese Rolle würde dir besser stehen als zum Beispiel die Rolle des Magiers, ne? Da irgendwas in die Schöpferkraft reinzubringen, irgendwas zu regeln, sondern hier geht es tatsächlich darum, hier irgendwie geistige Klarheit, geistigen Rat für deinen Herzensmenschen zu bieten, wenn er denn danach fragt, ne? Okay, lieber Krebs, das war deine Liebeslegung für dich und deinen Herzensmenschen für den Monat Mai. Wenn irgendwie noch Fragen offen sind oder irgendwelche Kommentare euch plötzlich in den Sinn kommen, schreibt sie mir gerne in die Kommentarspalte. Ich versuche sie zeitnah zu beantworten. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen.